Und jetzt wollen wir aber hören, was ein Kenner der Branche meint, was eigentlich notwendig ist, damit die Digitalisierung in der Landwirtschaft erfolgreich wird, auf allen Ebenen von Klimaschutz bis zur Konsolidierung der Höfe, die ja oft in wirtschaftlichen Schwierigkeiten sind. Was also braucht es? Das hören wir jetzt vom Vorstandsvorsitzenden der BayWa AG aus München. Das ist ja einer der großen Player, der großen Agrarkonzerne in Deutschland im Handel, aber auch im Bereich der Dienstleistungen, Bau, erneuerbare Energien, Agrarbranche. Er hat eine lange genossenschaftliche Vergangenheit, ist verwurzelt in Bayern, aber inzwischen natürlich international tätig. Und der Vorstandsvorsitzende dieses Agrarkonzerns kommt als Jurist aus der IT-Branche, interessanterweise. Er ist auch Honorarprofessor an der TU München, ist in verschiedenen Agraraufsichtsräten und Vizepräsident des Deutschen Raiffeisenverbandes, der ja viele, viele, viele Genossenschaften in ganz Deutschland verbindet. Ja, er schaut also mit viel Erfahrung und einem ganz weiten Blick auf die digitale Landwirtschaft. Professor Klaus-Josef Lutz. Grüß Gott aus München, aus dem BayWa Tower. Herzlichen Dank für die Einladung, der ich natürlich gerne nachgekommen bin, lieber Herr Berg, liebe Frau Ministerin. Ich soll über die Frage diskutieren und ein bisschen referieren. Ich habe, glaube ich, 15 Minuten Zeit. Was brauchen wir für die Digitalisierung in der Landwirtschaft? Lassen Sie mich vielleicht mit ein paar etwas provokanten Themen anfangen. Erstens, in den Ländern, in denen wir auch tätig sind, wie zum Beispiel Australien, Neuseeland, in den Vereinigten Staaten, zum Teil auch in Lateinamerika, ist der Digitalisierungsprozess der Landwirtschaft wesentlich weiter. Damit meine ich nicht die Digitalisierung und Automation der Maschinen, also der zum Beispiel Traktoren, das ist Hightech pur, schon seit vielen, vielen Jahren. Schon früher ging es da los als in der Automobilindustrie, sondern ich meine vor allem die Vernetzung und die Nutzung von Daten zur Optimierung der landwirtschaftlichen Produktionsprozesse und auch des Managements von landwirtschaftlichen Betrieben. Da sind diese Länder wesentlich weiter. Warum? Die stehen in einem echten globalen Wettbewerb. Wenn ich Neuseeland zum Beispiel denke, da ist China der wichtigste Absatzmarkt. Und dieser globale Wettbewerb führt natürlich dazu, dass ohne staatliche Förderung, wie das hier bei uns in Europa der Fall ist, die Betriebe einen massiven Investitions- und Produktivitätssteigerungsdruck permanent ausgesetzt sind. Wenn ich jetzt auf Europa und insbesondere auf Deutschland schaue, und die BayWa ist mit unserer Tochterfirma FarmFacts Marktführer im Bereich der Digitalisierung der Landwirtschaft, insbesondere der Vernetzung von den Geräten, den Maschinen und auch dem Farmmanagement an sich, muss ich Folgendes feststellen. Erstens, ich habe so ein bisschen den Eindruck, hier wird so ein kleines Feindbild aufgebaut von der Politik und von der Verwaltung im Sinne von die Datenhoheit der Landwirte könnte gefährdet sein durch die Privatwirtschaft und die Privatindustrie. Das halte ich für eine falsche These, sollte das von der Politik wirklich so gemeint sein. Denn die Daten sind mehr oder weniger so sicher wie beim Staat, auch in der Privatwirtschaft, auch bei uns, auch bei Wettbewerbern von uns. Und die Nutzung der Daten ist essentiell für die Optimierung der Prozesse auf dem landwirtschaftlichen Betrieb. Aber die Grundaussage, auch im Hinblick auf die Imageprobleme der Landwirtschaft und auf die Veränderungen, die jetzt durch die neue GAP auf die Landwirte, aber auch auf den vor- und sogenannten nachgelagerten Bereich, wie zum Beispiel der BayWa zukommen wird. Die Grundaussage ist, dass wir die Nachhaltigkeit auch in der konventionellen Produktion in der Landwirtschaft nur erreichen werden, wenn es gelingt, die Digitalisierung und die Technisierung weiter nach vorne zu treiben. Stichwort weniger Chemie, wenn ich das so platt sagen darf, zum Beispiel weniger Chemie auf dem Acker. Da ist die Digitalisierung und die Technisierung und vor allem auch die Automation deswegen so wichtig, weil wir im Hinblick auf einen Teil der Nachhaltigkeitsdefinition, nämlich ressourcenschonender Einsatz von Betriebsmitteln, nur dann weiterkommen, wenn der Landwirt entsprechende Daten zur Verfügung hat. Ansonsten wird das nicht funktionieren. Also weg vom Gießkannenprinzip hin zu einer optimierten Betriebsmittelverfügbarkeit und einem optimierten Betriebsmitteleinsatz, um die Ressourcen zu schonen. Das ist sozusagen mal die Überschrift. Das funktioniert aber nur, wenn ich jetzt ein paar Jahre zurückdenke, wo die Digitalisierung der Landwirtschaft in aller Munde war. Auch die Öffentlichkeit hat sich sehr dafür interessiert, auf der Agritechnica, auf den ganzen Messen. Es ging nur um
Digitalisierung und man hat den Eindruck, es kommt zu einer richtigen Revolution. Das ist nicht eingetreten. Wir haben über weite Strecken eine Ernüchterung der Landwirtschaft, der Landwirte auf ihren Betrieben, aber auch der vor- und nachgelagerten Industrie bzw. den Dienstleistern und dem Handel. Woran liegt das? Weil wir eine kleinteilige Struktur im Süden haben, große Betriebe im Osten und zum Teil im Norden und hier unterschiedliche Bedürfnisse der Landwirtschaft vorhanden sind. Also ganz konkret, man muss heute dem Landwirt zum Beispiel im Oberbayern überzeugen, dass die Digitalisierung für ihn was Sinnvolles ist. Und zwar deswegen, weil eine Kosten-Nutzen-Relation zu seinen Gunsten nicht so ohne weiteres nachweisbar ist, weil die Betriebe, ich glaube, Frau Klöckner hat das auch angedeutet, eben weil die kleinen Betriebe betriebswirtschaftlich sowieso nur ganz schwer wettbewerbsfähig sein können. Das heißt also, der Landwirt an sich wird nur investieren und Geld in die Hand nehmen, wenn er einen evidenten Vorteil für sich selbst sieht. Das kann entweder eine Kostenreduktion sein, eine bessere Wettbewerbsfähigkeit im lokalen Markt zum Beispiel, oder er hat am Ende des Tages mehr Freizeit, um sich auch um seine Familie oder andere Dinge zu kümmern, wenn ich zum Beispiel an den Nebenerwerbslandwirt denke. Das heißt also, wir sprechen nicht von einer Revolution wie in anderen Industrien, sondern, wenn Sie so wollen, das ist vielleicht eine Art revolutionäre Evolution hin zu mehr Digitalisierung und mehr Technologie in der Landwirtschaft. Der entscheidende Punkt, und da kommt der Staat sozusagen ins Spiel, ist erstens bitte kein Feindbild Staat versus Privatwirtschaft. Der Staat wird es eh nicht richten können. Es würde mich sehr wundern. Der zweite Punkt ist, wenn wir eine Symbiose zwischen staatlichen Maßnahmen, auf die ich gleich komme, und der Privatwirtschaft hinbekämen, dann ist einer der zentralen Punkte für die Effizienzsteigerung der landwirtschaftlichen Betriebe in Deutschland die Vernetzung der Maschinen auf dem Hof und wiederum die Vernetzung und die Weitergabe der Daten im Rahmen von Farm-Management-Systeme quasi ins Büro, in das Headquarter des Landwirts, um mit den Daten dann entsprechend auch umzugehen, um wiederum seine Prozesse zu optimieren, um die gesetzlichen Rahmenbedingungen, Stichwort Düngerverordnung zum Beispiel, auch zu entsprechen. Also Compliance wird eine wichtige Rolle spielen, bis hin zum vorgelagerten Bereich, nämlich alles, was mit E-Commerce, E-Procurement, die Versorgung des landwirtschaftlichen Betriebes mit Betriebsmitteln, mit all den Dingen, die er halt braucht, um seinen Job erledigen zu können, um das entsprechend zu organisieren. Und wir haben hier einen ersten Schritt getan, darum verstehe ich zum Teil auch die Diskussion im Hinblick auf die Setzung von Standards nicht so richtig. Wir haben eine Gruppe gegründet, die heißt AAG, Agri Application Group, mit 6 Herstellern, die BayWa sozusagen für die Softwareseite zuständig. Wir sorgen dafür, dass die Maschinen miteinander reden, kommunizieren können. Also wir sprechen hier von offenen Systemen. Alles, was proprietär wäre, ist in der Landwirtschaft wie auch in anderen Industrien im Großen und Ganzen zumindest abzulehnen. Und aus diesem AAG könnte man einen Standard machen, der verbindlich für die Landwirtschaft gilt. Das setzt aber Folgendes voraus, und das ist, glaube ich, vorhin auch schon angeklungen. Wir brauchen eine entsprechende Infrastruktur, um diese Digitalisierung auch umsetzen zu können. Und der Landwirt ist sehr zurückhaltend bei seinen Investitionen. Warum? Weil vieles nicht funktioniert. Ich lebe zum Beispiel von hier, vom BayWa Hochhaus, keine 30 Kilometer auf dem Land, auf dem Hof. Ich bin allerdings kein Landwirt, ja, auf dem Hof. Und wenn ich mit dem Wagen reinfahre, dann gibt es 4-mal eine Unterbrechung meines Telefons. Das heißt also, die Systeme sind nicht stabil. Die Leitungen sind von der Kapazität in vielen Regionen in Deutschland, nicht nur hier bei uns in Bayern, etwas zu gering, sodass sie bei einer entsprechenden Datenlast entweder zusammenbrechen oder es funktioniert halt nichts mehr. Und das ist etwas, was Ihnen ein Landwirt, und ich bin jeden Donnerstag mit Landwirten zusammen bei einem landwirtschaftlichen Stammtisch dabei war, die sagen einem, es ist ja alles unklar. Es ist alles nicht ausreichend im Sinne von Stabilität der Systeme und damit auch Stabilität im Hinblick auf meine Investitionen. Auch eine gewisse Unklarheit, wie geht es denn weiter mit der GAP? Es gibt zwar eine neue gemeinsame Agrarpolitik, die jetzt verabschiedet wurde. Da sind auch neue Akzente gesetzt worden in Richtung Umweltschonung, Umweltschutz und so weiter. Das ist sicher sehr vernünftig und sehr zielführend. Aber ich glaube, für die Digitalisierung könnte man auch wesentlich mehr machen, wenn man den Landwirt ermutigt, in
Digitalisierungssysteme zu investieren und dafür entsprechende Mittel zur Verfügung zu stellen. Denn im Unterschied zu USA, Australien, Neuseeland ist der Landwirt im Regelfall eben nicht in der Lage, aus den eigenen Finanzmitteln das zu finanzieren. Und die Zukunftsfähigkeit der deutschen Landwirtschaft wird eben nur gewährleistet langfristig, wenn wir in die Digitalisierung auch investieren. Hier ist der Staat also gefordert. Also erste Forderung, vernünftige Infrastruktur. Da reden wir seit vielen Jahren. Die Bundeskanzlerin hat das mal, glaube ich, zur Chefsache erklärt. Der bayerische Ministerpräsident auch Chefsache. Gut, das haben wir wirklich andere Probleme momentan. Aber die Infrastruktur auf dem Land ist alles andere als State of the Art. Und das muss sich dringend ändern. Zweitens, wenn wir davon ausgehen, dass Subventionen, Unterstützungen, günstige Kredite, was auch immer, erforderlich sind, um die Landwirtschaft einigermaßen wettbewerbsfähig zu halten, insbesondere im Hinblick auf die Kleinteiligkeit, dann muss das in dem Subventionsdschungel entsprechend berücksichtigt werden. Und ganz wichtig ist, auch im Hinblick auf das Image der Landwirtschaft, dass wir einen Gleichgang hinbekommen zwischen Industrie, der Landwirtschaft und auch den staatlichen Behörden, allen voran natürlich die politische Spitze, dass das, was der Landwirt an sich macht, nichts Böses, nichts Schlimmes ist, sondern er ist schlicht und ergreifend dafür da, die Nahrungsmittelversorgung bei uns zu Hause sicherzustellen. Drum sind wir, die Landwirte und alle, die mit dem landwirtschaftlichen Geschäft zu tun haben, ja auch systemrelevant in der Pandemie und können Gott sei Dank ganz normal weiter arbeiten. Das heißt also, die Rahmenbedingungen, sowohl technisch als auch rechtlich als auch finanziell, sind, höflich formuliert, optimierungsbedürftig. Wenn ich jetzt auf vielleicht noch zwei Kernbotschaften angesichts der Zeit kommen darf, dann möchte ich Folgendes sagen. Erstens, wir als BayWa, als Privatunternehmen mit unseren Tochterfirmen, wir sind mit Sicherheit ein Treiber der Technologisierung. Wir haben mehr als ein Viertel der Ackerfläche in Deutschland under Management. Und wir haben die entsprechenden Produkte bereits entwickelt, wo jetzt staatliche Stellen versuchen, eigene zum Beispiel Farm-Management-Systeme zu entwickeln und wo staatliche Stellen auch versuchen, das Datenmanagement quasi zu übernehmen, wie die LFL hier in Bayern. Und es funktioniert hinten und vorne nicht. Also lassen Sie uns einen Gleichklang organisieren zwischen staatlichen Stellen. Die sollen sich vom Wirtschaftlichen raushalten. Das managen wir schon in Verbindung eben mit den Privatunternehmen. Und wenn ich höre, dass ein Budget freigegeben wurde, das ist ja eine gute Nachricht, zumindest mal prima vista, dass eine staatliche Agrardatenplattform organisiert oder gebaut werden soll, dann bin ich ja gespannt, was damit passiert. Also bitte nicht die DSGVO vergessen, das passiert nämlich manchmal beim Staat. Und zweitens, es ist wirklich die Frage, ob eher nicht künstlich ein Wettbewerb aufgebaut wird zu den privatwirtschaftlichen Unternehmen. Das halte ich für verfassungsrechtlich problematisch, nebenbei bemerkt, ist ja klar. Außerdem wollen wir auch entsprechende Dienstleistungen den Landwirten anbieten. Und wenn wir im Wettbewerb mit dem Staat stehen oder noch stärker stünden, wie das eh schon der Fall ist, dann sage ich Ihnen eins, wir werden sowieso am Ende des Tages von der Qualität der Digitalisierung her am längeren Arm sozusagen sitzen und alle Register ziehen. Im Übrigen, um mal auch was Positives zu sagen, ich finde es fantastisch, dass durch die Copernicus-Bewegung, die Satellitenstruktur hier in Europa, wo man die Daten ja kostenlos nutzen kann, wir über eine Tochterfirma, die heißt Vista GmbH, in der Lage sind, diese Daten auszuwerten, um dem Landwirt zum Beispiel über die Ernteprognose entsprechende Informationen zu geben und zum Beispiel auch die Frage des Einsatzes der Betriebsmittel, Dünger ist meistens das Thema, nicht nur hier bei uns in Deutschland, sondern international den Landwirten entsprechende Daten zur Verfügung stellen können. Herzlichen Dank, Professor Lutz. Wir sind in einer engen Zeit los. Ich würde Ihnen gerne noch eine Weile zuhören, aber wir müssen weitermachen, denn es wartet ein tolles Einschlusssatz von Ihnen aus München. Einen letzten Punkt aus München, bitte. Der letzte Punkt ist ganz einfach. Ich habe hier den Eindruck, und das ist ja nicht das erste Mal, ich bin jetzt 13 Jahre im Geschäft, es wird ein Feindbild aufgebaut zwischen Staat und der Privatwirtschaft. Und die Thematik Datenschutz für die Landwirte haben Angst bezüglich eines Missbrauchs der Daten. Das ist ein vorgeschobene
eine vorgeschobene Argumentationskette, die ich nicht akzeptiere. Ganz herzlichen Dank, Professor Lutz. Zurück nach München und vielleicht, wo wir diesen Antagonismus gerade von Ihnen gehört haben, Kopernikus, dass die Fernerkundung, die europäische, ist ja eigentlich ein ganz gutes Beispiel, dass die europäischen Staaten da ein gutes Angebot gemacht haben, Daten geschaffen haben, die viele Startups auch in der Landwirtschaft nutzen, um die Digitalisierung voranzubringen.